Hallo, hier ist Sion und willkommen zurück zu Let's Play Lufia 2. Ja, kann schon sein. Beim letzten Mal haben wir erfahren, dass einige Bad News, oder besser gesagt, haben wir von einigen Bad News gehört, und zwar haben Monster den Schlüssel zur Cave im Norden gestohlen und die Tür abgeschlossen. Was sollen wir nur tatsächlich tun, ja? Gehen wir nach Norden? Ich meine, wir sind eh Monsterjäger. Ja, Monster Hunter. Ziemlich. Und von daher nehmen wir das halt in die Hand. Ja, und irgendwie sind die Gegner zu schlecht, um es zu treffen. Also, das Ganze mit dem Danebenschlagen funktioniert ja eigentlich recht gut. Und übrigens, Kämpfe werde ich schneiden, keine Sorge. Aber wenn sie so kurz sind, dass ich sie in ein oder zwei Runden erledigen kann, werde ich sie wahrscheinlich meistens drin lassen. Ich denke nicht, dass das zu sehr stört. Videolänge war für den ersten Part etwas länger, denke ich, aber würde ich ein bisschen reduzieren. Was, eine junge Frau ist alleine Tier? Ist sie hier? Ja, Tier, solltest du nicht stoppen. Ha, schauen wir mal, ob wir sie hier finden. Ha? Ich meine, in Videospielen kann sowas natürlich sein, dass Leute, die in einem Ort gewesen sind, uns noch überholen. Ha? Aber gut, zwei Lizards, nicht zu schwer, haben ein bisschen mehr Leben als die Blobs, aber sind doch ein bisschen stärker. Aber nicht wirklich was, was uns Probleme machen sollte. Und einen Charaknut von mir aus. Nehme ich alles gerne mit. Übrigens, versteckte Treasure gibt es trotzdem noch in Dungeons, so dass es nicht bleibt so stehen. Neuer Gegner. Übrigens, alle Gegner hier sind anfällig auf Feuer. Das Einzige ist, wir haben keine Feuermagie, beziehungsweise Maxim wird sie eh nie lernen. Von daher, macht euch da keinen Kopf drum. Ansonsten, was man noch sehen könnte da unten, ist, dass sich unsere IP-Bar füllt, während wir Schaden nehmen. Das hat mit diesen, oder im Deutschen halt Zornpunkten, zu tun, denn das ist quasi ein Balken, der so ähnlich ist wie in Final Fantasy X, der Ekstase-Balken, wenn es auf Askese gestellt ist. Immer wenn wir Schaden nehmen, füllt sich diese IP-Bar. Allerdings können wir nicht erst unseren Zauber oder was auch immer einsetzen, wenn es voll ist, sondern nach und nach mit verschiedenen Waffen kostet dann halt immer eine gewisse Menge des Balkens, je nachdem, was ihr einsetzt. Gibt auch welche, die verbrauchen den kompletten Balken. Ja, so viel drauf hatte der nicht. Auf jeden Fall gehen wir erstmal nach oben, aber... Doch, die Tür ist offen, alles klar. Und hier gibt es einiges an Gegnern. Ja, ein bisschen auch was Neues. Ich würde mal sagen, klären wir erstmal die neuen Gegner. Und zwar die Motten hier. Und ich habe ein bisschen wenig Leben, aber ich denke, das sollte noch reichen, um sie zu besiegen. Das könnte knapp werden. Ach komm, wir sind mutig. Vier Lebenspunkte habe ich noch. Nee, jetzt gehen wir mal kein Risiko ein und teilen uns lieber erstmal nicht, dass jetzt hier einer vier Schaden macht und dann bin ich Game Over. Wäre ein bisschen peinlich, schon im zweiten Part zu sterben. Eigentlich glaube ich nicht, dass ich hier Game Over gehe. Ich meine, in Lufia 1 ist das auch nicht passiert, aber Lufia 1 war sogar leichter. Lufia 2? Nein, andersrum. Lufia 1 war schwerer. Lufia 2, also dieser Teil hier, ist spielerisch um einiges leichter. Ich denke, so viel darf ich euch sagen. Aber die Kampfmechanik, was mir halt auch... mehr gefällt, ist dieses Ganze mit den Zorn- bzw. IP-Attacks. Ihr seht, mein Balken ist voll. Wir haben aber im Moment kein Equip, was das irgendwie nutzen könnte. Kommt aber noch, keine Sorge, früh genug. Und scheut euch nicht, eure... ups, falscher Knopf. Eure Heil-Items zu verwenden, wenn es dann sein muss. Ich habe zwar noch 16 Punkte, aber wir haben 9 Potions. Keine Sorge. Später sind Potions sowieso nicht mehr so viel wert. Ah, sorry, wurde gerade mittendrin unterbrochen. Von daher muss ich das hier nochmal machen. Und zwar seht ihr schon, ist die Tür hier versperrt. Hier gibt es ein kleines Rätsel hin mit diesen Schaltern. Aber seht mal, wenn wir draufstehen, ist das zwar quasi frei... wenn wir aber runtergehen, nicht mehr. Was sollen wir nur tun, ha? Bringen wir diesen Topf erstmal dahin, nehmen dann diesen mit, drehen uns um, packen es dorthin und tada! Nicht so schwer, oder? Geht eigentlich. Ich mag die Rätsel hier nicht viel und dafür finden wir eine Life Potion. Ich meine, dass dieses schöne Ding unser Maximalleben erhöht, oder? Life Potion? Yep. Und zwar müssten die Items hier auch anders funktionieren, diese ganzen Stat Potions. Und zwar, glaube ich, geben sie immer das Maximale. Ich glaube nicht, dass es hier alterniert. Aber die ist für jemand anders. Vorausgesetzt, ihr wollt einen gewissen Gegner ohne Level Grinding töten, dann sind diese kleinen Potions auf jeden Fall relevant, wie ihr sie verteilt. Ich denke, so viel darf ich sagen. Und diejenigen, die das Spiel kennen, die werden wahrscheinlich eh wissen, wen ich meine. Diejenigen, die es nicht wissen, na... wartet einfach drauf. Wird ihr schon sehen. Auf jeden Fall, hier findet man noch eine Truhe und finden ein Escape. Und es macht natürlich das, was man dabei denkt. Es ist einmal quasi freies Fliehen aus der Dungeon. Werde ich auf jeden Fall nutzen. Warum auch nicht? Denn es gibt hier manche Dungeons, aus denen man nicht automatisch raus teleportiert wird. Auf jeden Fall, Schalterchen, aktivieren wir ihn, damit wir hier durch die Tür kommen. Ah, schaut mal, da drüben ist ein Item. Wie sollen wir da nur hinkommen? Moment. Ah, ihr seht schon, viele versteckte Wege in diesem Spiel. Finde ich eigentlich auch ganz lustig. Ich weiß nicht, ob ich alle kenne, ich denke die meisten zumindest. Falls ich was übersehe, sagt mir gerne Bescheid. Ah, nur ein paar Pilze. Nicht zu schwer zu besiegen. Jedenfalls
haben wir hier nochmal ein kleines Töpfchen-Rätsel. Töpfchen. Denn ihr seht schon, diese Türen hier sind beide versperrt. Die Tür hier rechts ist erstmal egal. Mich interessiert erstmal dieser Weg. Im Moment, komm du mal her. Ich meine, jedes bisschen Erfahrung ist wichtig. Ich sag mal, ich werde kein Level-Grinding betreiben. Aber ich möchte trotzdem, denke ich mal, das Maximale an Erfahrung kriegen. Wenn also mal Gegner respawnen, wenn ich zwei Räume zurückgehe oder sowas, dann werde ich die Gegner wahrscheinlich killen. Und generell sowieso alles, was auf den Screen kommt. Und komm schon, Max, sind zwei Schläge und der ist noch nicht tot? Eigentlich hätte ich den Kampf jetzt doch schneiden sollen, weil er mir jetzt doch ein bisschen zu lang geht, aber gut, hin und wieder kommt das leider vor. Und Zeit für eine Potion. Wollen ja nicht sterben hier. Und ansonsten, Maxim hat zwar Magiepunkte, im Moment kann er sie aber nicht nutzen, weil ich ihm noch keinen Zauber gekauft habe. Aber keine Sorge, früh genug wird das auf jeden Fall der Fall sein, denn es gibt einige Zauber, die ich ihm beibringen möchte. Auch wenn er nicht gerade der krasseste Magier ist. Also, ich sag mal, Zed war auf jeden Fall gekonter, was die Magie angeht. Einfach schon, weil wir sie umsonst gekriegt haben. Aber gut, nehmen wir den Schalter hier und packen das schöne Ding da oben hin. Gehen wir weiter nach oben, wo wir einen Haufen Gegner finden werden. Die Steine können wir verschieben. Ich werde mich mal schnell um diese ganzen Viecher kümmern und sage bis gleich. Okay, alles geklärt und Maxim hat ein Level abgekriegt. Jetzt kann er selbst die Motten mit einem Schlag killen. Ziemlich stylisch. Auf jeden Fall hier noch ein paar neue Gegner und zwar Bats, beziehungsweise eine Bat, welche ziemlich gerne entweder Verstärkung rufen oder aus dem Kampf fliehen. Die bringen, meine ich, auch ein bisschen mehr Erfahrung als die Gegner, die wir sonst bis jetzt hier getroffen haben. Ja, 10 EXP, ich glaube, mehr als die anderen. Und hier finden wir eine Power Potion, welche, meine ich, den Angriff erhöht. Schauen wir mal nach. Männchen, Power Potion, wo bist du? Power, 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 da bist du. Increases Strength, alles klar. Ist aber nicht vermerksam, ich werde die Potions ungefähr so verteilen wie im ersten Spiel. Nur damit ihr das dann auch wisst. Und hier befindet sich ein Schalter. Aktivieren wir den einfach mal, den man nur einmal aktivieren kann und nicht wieder deaktivieren kann, um diese Brücke dort aufzubauen. Und nur so nebenbei sollte ich mich vielleicht mal wieder heilen. Moment, konnte man nicht auch... Im Moment gab es nicht einen Knopf, dass man... Gut, egal. Muss ich später nochmal schauen, wie man die Items automatisch sortiert. Ich meine, dass das auch ging. Auf jeden Fall, ihr seht schon da und da können wir runterspringen. Hier ist ansonsten nichts Schönes mehr. Auf jeden Fall, hier führen die Stufen wieder zurück. Die interessieren uns aber herzlich wenig. Sondern interessiert uns ein neuer Gegner. Die Spinne. Oder Spider von mir aus. Ziemlich kreativ mit den Namen hier. Gut, muss ja nicht alles einen Epic-Namen haben, was man so bekämpft. Auf jeden Fall, wie gesagt, alles ist schwache Feuer, wovon wir nichts wirklich aus... Oder was, wovon wir nichts haben... Dort geht es weiter, aber bevor wir dort lang gehen, schaut ihr mal, gibt es hier noch eine kleine Secret Area, die wir auf jeden Fall vorher noch in Betracht nehmen wollen. Und finden einen Magic Jar, Wahnsinn. Und, was mich eigentlich noch viel mehr interessiert, die Hide Armor. Entschuldigung. Welche wir definitiv Maxim ausrüsten werden, denn sie gibt uns ein bisschen mehr Abwehr. Moment. Nein, nein. Achso, da oben. Mensch, was ist los mit mir? Auf jeden Fall, ihr seht schon einen Boost von 3 Punkten. Warum nicht? Warum nicht? Nehme ich gerne an. Denn ein bisschen mehr Abwehr. Warum nicht? Muss ich mich nicht so schnell heilen? Alles klar. Nächste Ebene. Und ihr seht schon, hier gibt es die Heilung bzw. Lebenspunkte. Magie. Ich glaube, das erste ist Lebenspunkt, das zweite Magie. Und wie schon angesprochen, können wir in den Dungeons speichern, was ich einfach mal machen werde. Warum denn nicht? Ich werde, denke ich mal, trotzdem wieder bei jedem Savepoint speichern, den ich sehe, so wie in Lufia 1. Warum denn nicht? Und wer bist denn du, ha? Alles klar, ihr wisst ja, hin und wieder brauche ich meinen täglichen Schnitt. Aber gut. Du hast den Schlüssel geklaut, ne? Siehst aus wie ein Vieh aus den Ninja Turtles. Komm her, es ist Boss-Time. Und gebt euch diesen Boss-Theme. Ist das nicht das geilste Boss-Theme, was es überhaupt auf dem Super Nintendo gibt? Ey, keine Frage. Komm her, so epic. Lizardman, du hast den Schlüssel geklaut, gib ihn her. Auf meinem Level wird der Kampf vielleicht ein bisschen dauern, aber zu schwer ist er nicht. Wir können nicht wirklich viel Strategie hier reinbringen. Es ist eigentlich nur physisch angreifen und rechtzeitig heilen. Wenn unsere Lebenspunkte unter 15 sinken, würde ich es empfehlen, ein bisschen zu heilen. Ansonsten nicht wirklich viel. Ah, das Boss-Theme ist sowas von geil. Ich liebe es dermaßen. Es ist übrigens mein zweitliebster Theme aus dem Spiel. Aber was die Boss- oder was generell die Battle-Themes angeht, das ist mein liebster Theme. Einfach weil... Er kommt so oft vor und dennoch wird er nie langweilig. Einfach, es ist so epic. Es klingt fast so, als würden wir die Welt retten und dabei geht es hier nur um einen Schlüssel. Es ist, mit der richtigen Mucke kann man einfach alles einzigartig epic gestalten. Das zeigen Videospiele einfach so oft. Wenn man die richtige Mucke im Hintergrund hat, dann kann es selbst episch sein, auf dem Weg nach Hause zu sein oder von mir aus irgendwie seine Schuhe zuzubinden. Das kann man dann von der Mucke her vergleichen, wie indem man die Welt rettet. Ich liebe es. Aber gut, hauen wir einfach ein bisschen weiter drauf. Der Typ hat, glaube ich, fast 100 Lebenspunkte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall nicht zu viel. Nein, ich wollte nicht zu schwer sagen. Aber
das war's auch schon. Ging ein bisschen schneller, als ich es erwartet hätte. Und Level Up. Rank Up. Nee, Moment, das war Final Fantasy 13, ne? Und damit erhalten wir den Schlüssel. Und ja, Maxim muss sich immer freuen und die Sachen hochheben. So wie in A Link to the Past wieder mal, ha? Huh? Ja, war? Ist der nicht dumm? Was hat er vorgehabt, ha? Huh? Eben. Ja, vielleicht hat er genau das vor, dass du dich das fragst. Hm. Ah, noch mehr Epic Mucke, ha? Huh? Wer bist denn du? Hey. Du kannst meine Gedanken lesen und weißt, wie ich heiße. Mhm. Wer bist du? Ich meine, der Song heißt The Prophet oder so ähnlich. Auf jeden Fall saugeil, das Theme. Ich liebe es. So wie alles in diesem Spiel. Ja, den haben wir im Intro gesehen. Mhm. Anscheinend, ne? Genau, warum erzählst du ausgerechnet uns das, ne? Wirklich? Gerade wir, gerade die Person, die wir spielen, ne? Ja, sonst wärst du nicht der Protagonist dieses Spiels, ne? Gut oder böse? Du willst es uns nicht sagen, ja? Ah, andere, die uns helfen werden, das Böse zu bekämpfen, ha? Huh? Okay. Alles klar. Klingt doch gut. Das hast du doch sowieso vorgehabt, wahrscheinlich. Früher oder später, ha? Huh? Hm, ja, aber wenn ich nicht gehe, wird das Spiel nicht weitergehen, ne? Also als von wegen habe ich das... Iris, ha? Merken wir uns die gute mal für später. Und? Wir sehen sie nie wieder, ha? Nein, natürlich nicht. So, gehen wir auf jeden Fall wieder zu Fuß raus. Ich möchte kein Escape nutzen, denn es gibt noch einen kleinen Raum, den ich euch noch nicht gezeigt habe auf meinem Weg. Aber ich dachte mir, kommen wir auf dem Weg zurück vorbei, sparen wir ein bisschen Zeit. Denn ihr nehmt euch noch, wo ich gesagt habe, die rechte Tür ist erstmal nicht so wichtig. Ja, wahrscheinlich wisst ihr noch, was ich meine. Denn diese befindet sich hier und nur so nebenbei. Ihr seht schon, ich habe den anderen Gegner auch gleich mit Offscreen besiegt. Ich hoffe, das stört euch nicht, wenn ich wiederholende Gegner, die sich in einem Raum befinden, einfach mal mit einer Transition wegschneide, weil dadurch bleibt meine Videofile auch ein bisschen kleiner, weil jede Transition kostet halt ein bisschen MP. MB. Jedenfalls, ihr seht schon, hier sind solche kleinen Fehler, die vielleicht wieder an A Link to the Past erinnern, aber wir können damit noch nichts machen, aber später. Wir kommen auf jeden Fall später wieder. Ich denke mal, das darf ich definitiv sagen. Aber gut, wow, ich war gerade ein bisschen überrascht, dass die tatsächlich respawned sind, ja? Aber gut, ich möchte auch keinen Escape verwenden, um hier rauszukommen. Ach komm, her. Ja, wenn die Gegner noch in meiner Nähe sind, dann denke ich mir, warum nicht? Jedes bisschen an extra Erfahrung hilft uns eigentlich. Von daher bin ich dem eigentlich nicht abgeneigt. Hey, bleib stehen! Ah, alles klar. Ja, selbst sehen muss man hinterher rennen. Alter, wie schnell die manchmal sind. Ach komm, her, den können wir nochmal onscreen machen. Weil ich heute, glaube ich, nicht wirklich viele Kämpfe gezeigt habe. Aber gut, damit wären wir für den Moment mit dieser Dungeon fertig. Gehen wir raus und schauen wir mal, können wir dir den Schlüssel zurückgeben oder? Ein bisschen, ich habe eigentlich Tia erwartet, aber gut, Tia war es nicht. Jedenfalls möchte ich gleich den Schnitt machen, aber ich denke mal, es lohnt sich wahrscheinlich mehr, wenn ich jetzt noch zurückgehe, weil ich möchte nur noch mal zurück in die erste Stadt, um ein bisschen was an extra Dialogen zu zeigen, weil sich die Dialoge tatsächlich in diesem Spiel ändern. Nicht so wie in Lufia 1, wo das eigentlich nur ziemlich selten der Fall war. Ja, hier haben die Leute viel mehr zu sagen und deswegen denke ich mir, warum nicht? Okay, wieder ein Elsit. Alles klar. Habt ihr nicht zu sagen, dass ich den Schlüssel zurückgeholt habe? Ja, ich habe ihn gefunden. Ich meine, ich habe auch ein Monster dabei verkloppt. Und dann habe ich ihn in seiner Leiche gefunden. Mehr oder weniger. Hm. Oh, Daisy ist immer noch da. Hm.
Keine Sorge, kommen wir wahrscheinlich auch noch zu. Wie viel Geld habe ich? 400? Das müsste reichen, denn einen Zauber würde ich mir inzwischen gerne kaufen für den guten Maxim. Und zwar logischerweise den Strong Spell. Jetzt können wir selbstwirkend den Heilzauber einsetzen und brauchen die Potions nicht mehr, was eigentlich sinnvoll ist. Aber gut, wie das Ganze weitergeht, huh? Wo gehen wir als nächstes hin? Findet es beim nächsten Mal in Let's Play Lufia 2. Ich bin's hier und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin und bis dahin.